mal loslegen, Patrick. Du hast, glaube ich, einige Fragen vorbereitet. Ja, genau, weil ich kann es ja nochmal erwähnen, es wird mein erstes Mal sein und ich weiß ja noch gar nicht so genau, was mich erwartet. Deswegen kannst du vielleicht auch einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil du bist ja jetzt schon öfter dabei gewesen, nicht nur als Besucher, sondern auch als Speaker. Gerade hast du mir ja schon so ein bisschen, bevor wir live gegangen sind, gesagt, du bist öfters mal aufgeregt und fragst dich manchmal, warum machst du das alles? Aber du machst es natürlich trotzdem und du machst es auch gut. Aber vielleicht kannst du ja einfach nochmal so ganz grundsätzlich sagen, was denn diese Messen, die Content Campings überhaupt auszeichnet aus deiner Perspektive? Ja, kann ich machen. Also im Grunde kann ich die Veranstaltungen zusammenfassen mit viel Charme, ne? Also beide Veranstaltungen, ja, also wenn man die Definition von Charme sucht, dann würde ich durchaus sagen, könnte im Duden Contentix und Campix stehen. Warum? Weil vielleicht, wenn man das erste Mal da ist, dann überlegt man sich so, hey, okay, das ist ziemlich weit weg vom Schuss. Also der Müggelsee ist ja durchaus etwas weiter von Berlin entfernt. Also ein paar Minuten muss man da schon fahren. Das Hotel ist jetzt, naja, ein bisschen in die Jahre gekommen, kann man, glaube ich, auch so sagen. Das heißt, du warst also auch schon mal dort in diesem Hotel, ja, Ja, direkt? ich bin, also das ist jetzt mit Sicherheit meine sechste oder siebte Veranstaltung, also Campix Contentix. Ich war eigentlich jedes Jahr da, seitdem ich mich offiziell als SEO gefühlt habe. Ja, das heißt, das Hotel ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Mich persönlich stört es im Übrigen nie. Also mich hat es auch nie gestört. Ich fand das immer irgendwie, das gehörte zu Campix Contentix dazu. Man gewöhnt sich da auch dran. Dann das Essen, ja, ist vielleicht auch nicht jetzt gerade das Gourmet-Essen, aber all diese Punkte, ne, zusammen, die machen dann irgendwie die Contentix und auch die Campix ehrlich, authentisch und sie geben dem Ganzen irgendwie den Rahmen. Ne? Es ist nicht einfach nur eine Online-Marketing-Konferenz und dieses authentische, ehrliche, dieser Charme, der färbt natürlich auch auf die Teilnehmer ab. Also es sind da alle meiner Meinung nach ein bisschen ruhiger. Ne? Es ist da nicht, also du musst da nicht im Anzug auftauchen. Das ist generell in Online-Marketing-Konferenzen sowieso jetzt nicht so oft der Fall, aber es wirkt irgendwie nahbar. Ja, und dadurch, dass man in diesem Hotel quasi nicht eingesperrt ist, aber eingeschlossen ist, ja, also du kommst da halt außer über die Busverbindung oder du bist mit Auto da jetzt nicht wirklich raus, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als sich jetzt kennenzulernen. Du kannst dich halt abends nicht einfach in den Taxi setzen, also kannst das schon, dann musst dann halt 40 Minuten fahren und in die Berliner Innenstadt fahren und dann mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Ja, und das zeichnet für mich die Messe so ein bisschen aus. Es ist einfach eine ehrliche, authentische Messe, die meiner Meinung nach auch sehr gut zu Marco Young, also zum Veranstalter passt. Ja, für mich wäre jetzt aber nochmal die Frage, hast du das jetzt aus Sicht von einem Speaker gesagt? Ist das ein Eindruck aus Sicht halt eines wirklichen aktiven Teilnehmers oder eines Besuchers? Weil werden ja sicherlich auch Erstbesucher da sein, auch wenn es natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona ein bisschen ja, eingeschränkter zugänglich ist, natürlich für Präsenzbesucher, sage ich mal. Ich bin ja auch nur online anwesend, wenn man so möchte. Und gerade für Erstbesucher, die dann doch dort vor Ort sein können, hast du da ein paar Tipps, wie man überhaupt zum Beispiel mit diesen Speakern erstmalig ins Gespräch kommt? Also du hast ja gesagt, es ist viel Charme da, es ist nahbar, aber ist das halt auch für Leute, die so zum ersten Mal da sind und vielleicht noch nicht so dieses große Netzwerk haben? Was können die erwarten? Worauf müssen die sich einstellen? Ja, also der Standardtipp ist natürlich, erstmal die Leute ansprechen, ne, die Speaker. Damit will ich dich jetzt aber irgendwie nicht im Regen stehen lassen, weil diesen Tipp wird dir wahrscheinlich jeder geben oder den Leuten dort vor Ort, die jetzt nicht als Speaker dort auftreten und das erste Mal dort sind, weil es hilft eigentlich nicht. Was mir immer sehr gut geholfen hat, ist, dass ich mir vorab gesagt habe, okay, du sprichst mindestens drei Speaker an. Also ich habe mir schon immer ein Ziel gesetzt. Ja, es müssen jetzt nicht nur Speaker sein, es kann auch generell das Networking sein. Also irgendwie mit drei Leuten will ich in Kontakt kommen. Warum drei und nicht 10 oder 20? Ich meine, da sind sehr viele Leute. Also auf der Campix sind diesmal mindestens 300. In der Regel sind es deutlich mehr, aber Corona-bedingt sind es 300. Ich könnte ja auch sagen, hey, du sprichst mit 30 Leuten. Ich bin eigentlich eher ein Fan davon, dass wenn ich mit Leuten rede, dass es zumindest mal möglichst tief geht. Also ich setze dem jetzt kein Zeitlimit. Bei 30 Leuten müsste ich ja jeden irgendwie abfrühstücken. Ne? Also 5 Minuten hier, 5 Minuten da und dann lernst du die Leute nie kennen. Deshalb habe ich mir mal ein geringes Ziel gesetzt an Leuten ansprechen und das habe ich dann eigentlich auch in der Regel erreicht. Der zweite Tipp wäre, ich bin niemand, der nach dem Vortrag zum Speaker geht. Ja, das ist mir immer ein bisschen unangenehm, bin ich ganz ehrlich, bin auch aufgeregt.
Deshalb empfehle ich immer, auf diese Afterwork-Veranstaltung, also auf diese Events danach zu gehen, also dann nicht ins Hotel zu verschwinden, sondern dort eben einfach mal alles sacken lassen, sich da hinstellen, an den Tisch stellen und dann einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und in der Regel, wenn man da nicht zu viel Zwang hat, kommt irgendwann mal ein Speaker hinzu, dann kommt die Person hinzu und dann lernt man sie, ja, dann lernst du die ja automatisch kennen. Mhm. Ja, also das wären jetzt so Tipps, die ich dir geben könnte. Das heißt, wenn du jetzt gerade deinen Vortrag gehalten hast, dann würdest du auch nicht unbedingt direkt angesprochen werden wollen. Du willst auch erstmal runterfahren und würdest dann halt sagen, okay, nachher beim Bier oder sowas bin ich eher für Fragen offen. Ja? Kann man das so sagen? Ja, du bist ein sehr aufmerksamer Interviewpartner. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe es mir jetzt, während ich das gerade gesprochen habe, dachte ich mir, die nächste Frage wird bestimmt die sein. Tatsächlich freue ich mich natürlich schon, wenn mich jemand anspricht. Klar, anspricht. Also für mich als Speaker ist es natürlich irgendwie schon cool. Also wir sind ja alles auch nur Menschen. Natürlich freut man sich, wenn Leute dazukommen und sagen, hey. Deswegen ist man ja auch da letztendlich. Ne? Du willst ja nicht abgeschottet wie so ein Superstar in deinen Bezugsräumen verschwinden. Ja, ganz genau. Also das freut mich dann schon. Nur ich persönlich wäre jetzt kein Typ, der nach einem Vortrag zu jemandem hingeht und sagt, hey, also dafür wäre ich einfach viel zu aufgeregt. Dafür bin ich zu introvertiert. Mhm. Ja, und aber sage ich mal, du jetzt als Speaker, wenn wir mal diese Perspektive jetzt einnehmen, du hast ja jetzt auch einen Vortrag, vielleicht kannst du doch einmal oder kannst du jetzt schon einmal ganz kurz was zu diesem Vortrag sagen, worüber du sprechen wirst, worauf wir uns da einstellen können. Und dann habe ich sicherlich auch noch mal ein paar Fragen, was die Vorbereitung und sowas anbelangt, aber kannst du erstmal was zum Thema allgemein sagen? Ja, also meine beiden Vorträge auf der Contentix halte ich folgenden, und zwar: Content ist ein Asset, wann verstehen wir das endlich? Für mich seit Jahren eigentlich eine Herzensangelegenheit, greift so ein bisschen auf die Redakteurinnen-Seite oder zielt darauf ab, die Preise anzuheben, ja, als Redakteur oder Redakteurin nicht zu günstig zu arbeiten und als Auftraggeber eben mal eine gewisse Mindset-Verschiebung hinzulegen oder so ein Mindshift hinzulegen und zu sagen, hey, wenn ich mehr bezahle, kriege ich in der Regel auch mehr Leistung, also wenn man das dann ordentlich brieft und. Und es bringt den Long-Term halt mehr. Das ist so ein bisschen der Grundtenor. Aber natürlich habe ich das, jeder, der in meinen Vorträgen saß, weiß natürlich, dass ich das ein bisschen auch mit Entertainment rüberbringe und natürlich auch spannende Insights rüberbringe. Auch Patrick, du hast ja teilgenommen an einer Umfrage, an einer kleinen Studie. Bei der Campix wird das Thema sein, Link-Building ja oder nein. Das ist eine elementare Frage, die man auch sehr, sehr oft hört, ja, wo es auch ganz unterschiedliche legitime Meinungen zugeht. Ich werde meine Perspektive auf diese Frage aufzeigen, den Teilnehmern zeigen. Da haben wir auch eine kleine Untersuchung durchgeführt innerhalb von unseren Kunden. Also wir haben 30 Kunden gefragt bzw. analysiert und haben daraus eine kleine Studie gemacht. Und dann bringe ich natürlich viel eigene Perspektive ein und mal gucken, ob wir zum Schluss kommen, ob Linkbuilding nun mit Ja zu beantworten ist, ob man es umsetzen sollte oder eben mit Nein. Das wird sich zeigen im Vortrag. Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Ja, nicht so viel vorwegnehmen. Aber ja, Vielleicht kannst du ja trotzdem nochmal jetzt, ohne jetzt direkt auf Inhalte einzugehen, so ein bisschen skizzieren zumindest, wie du dich auf so einen Vortrag vorbereitest. Weil allein schon, sage ich mal jetzt, von der Themenfindung dann bis zur Planung dieses Vortrags, letztendlich ist es ja so ein bisschen, als müsste man jetzt einen Artikel schreiben. Ne? Kann ich mir zumindest vorstellen, dass da gewisse Parallelen bestehen. Du musst es zwar natürlich dann letztendlich vortragen, dementsprechend ist auch die Darstellung sicherlich ein bisschen anders. Du wirst ja nicht nur sprechen, tippe ich mal. Da kannst du vielleicht einmal kurz sagen, wie viel Zeit kostet so oder nimmt sowas bei dir in Anspruch? Wie intensiv machst du das? Hast du dafür überhaupt die Zeit jetzt neben deinem, sage ich mal, Alltagsbusiness? Und hast du Unterstützung oder machst du das komplett alleine? Gute Fragen. Also zunächst erstmal zum Zeitinvest. Immer bevor ich loslege mit so einem Vortrag, also die Zeit, vielleicht kurz zur Themenfindung. Die Themenfindung geht eigentlich relativ schnell. Also da setze ich mich, keine Ahnung, 15 Minuten pro Vortrag hin, arbeite das kurz aus und überlege mir, hey, schaffst du das in einem halben Jahr dazu wirklich auch gute Inhalte zu liefern? Weil die Einreichung der Vorträge ist ja immer ein bisschen eher, ne? So, wenn ich dann den Vortrag das Vortragsthema habe, beginne ich so immer in der Regel 2 bis 3 Wochen vor dem Event mit der Vorbereitung. Und das ist auch immer notwendig. Ich nehme mir zwar immer vor 2 Tage, dann ist ein Vortrag fertig. Ich habe es noch nie eingehalten und das nervt mich tatsächlich auch immer wieder, weil es wirklich echt zeitintensiv ist. Das heißt, für die Contentix und Campix sitze ich jetzt seit 2 Wochen fulltime
an die Vorträge. Ne? Das Thema ist, und das hast du gerade ganz gut beschrieben, das ist wie so ein Artikel schreiben, so gehe ich auch tatsächlich vor. Ich schreibe am Anfang für jeden Vortrag wirklich alles auf in Stichpunkten, aber die Stichpunkte sind schon sehr weit ausformuliert. Ja. Also eine Struktur sozusagen entwirfst du erstmal, kann man das? Ja, eine Struktur auf jeden Fall. Ich entwerfe eine Struktur, aber ich beginne erstmal immer mit dem Teil der Struktur, wo ich sage, hier ist der größte Mehrwert. Also zum Beispiel mit den Studien. Damit habe ich angefangen bei beiden Vorträgen, weil ich sagte, okay, das wird irgendwie das Main Asset, das gibt's noch nirgendwo, das ist eine Perspektive, wofür die Teilnehmer vielleicht in den Vortrag kommen. Damit beginne ich dann und dann schreibe ich aber auch jeden Satz, den ich sagen werde auf diesen Vortrag, ja, ganz klar in diesen Sheet rein, ja, in diese Vortragsvorbereitung. Also ich formuliere das aus, ja. Okay. Also soweit bereite ich das vor. Jeder Satz ist vorbereitet und dann, wenn ich das dann habe, das dauert schon immer ein bisschen, dann beginne ich damit, die Vortragsfolien zu machen mit dem Designer. Also ich habe dann auch einen Designer, dem Atyom, den kennst du ja, Patrick, der Atyom, der begleitet mich dann und setzt dann eben alle Grafiken um. Und wenn das gemacht ist, wird die PowerPoint gebaut. Ich bin ein Fan von wenig Text auf PowerPoint-Präsentationen. Für mich ist immer, wenn da ein Bild ist und der Speaker weiß einfach, okay, das gehört jetzt dazu, er redet dann frei, das macht für mich als Teilnehmer immer den besten Eindruck. Deshalb versuche ich das natürlich auch umzusetzen, bedarf dann aber eben wirklich einer guten Vorbereitung. Ja, das kriegst du natürlich nicht hin, wenn du dich einen Tag hinsetzt vorher und den Vortrag einfach mal so runterschreibst oder runterprobst. Ne? Das geht halt nicht. Also da brauchst du eben dann tatsächlich pro Vortrag eben doch die Woche, weil du eben auch das Timing üben musst. Also ja. kurz vielleicht einmal eine Zwischenfrage dazu. Vielleicht auch die letzte Frage, was das jetzt anbelangt. Probst du denn so einen Vortrag? Also stellst du dich, sag ich mal, zu Hause hin, was ich vor deiner Frau oder so, hast keine Ahnung, oder vor Mitarbeitern und führst den Vortrag wirklich einmal aus und holst dir so ein Feedback ein oder gehst du das eher so allein im stillen Kämmerchen für dich durch? Also früher habe ich das tatsächlich auch vor meiner Frau geübt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich einfach denke, es interessiert sie nicht. Ja. Ich will ihre Zeit da. Ehrliches Feedback, ne? Ja, ich will die Zeit da jetzt auch gar nicht ihr kostbar stehlen. Ja. Ich übe das tatsächlich jetzt immer alleine. Also gestern zum Beispiel habe ich es einmal geübt. Und dann rede ich das halt leise vor mir hin und gehe die PowerPoint-Präsentation durch. Während ich übe, habe ich aber auch den Sheet offen und lese ihn auch erstmal nur ab, ne? Um einfach zu gucken, ob das Timing passt, ob die Klicks passen und. Das klingt jetzt natürlich alles irgendwie sehr, sehr viel und sehr intensiv, aber am Ende lohnt sich das natürlich dann auch. A, verbessern sich die Smart Skills von mir selber und B, ist das natürlich auch eine Visitenkarte fürs Unternehmen und die Teilnehmer, wenn sie sich schon da reinsetzen in den Vortrag, ich finde ja nichts beschissener, also sorry, dass ich das jetzt sage, aber vielleicht ein anderes Wort dafür, ich finde nichts schlimmer, ja, ich finde nichts schlimmer als erwachsen hier. Ja, ich finde nichts schlimmer, als dass Leute in einem Vortrag sitzen und sich denken, boah, ja, Idee ist gut, Umsetzung ist schlecht. Ja, okay, dann kannst du ja vielleicht auch trotzdem nochmal sagen, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist ja, sage ich mal, nicht nur als Martin Brosi da, sondern du vertrittst ja auch deine Firma letzten Endes. Was erwartest du dir vielleicht persönlich, aber vielleicht auch aus unternehmerischer Sicht, von deinem Vortrag, den du da letztendlich hältst? Also es ist halt nur, du möchtest also sehen und gesehen werden, man muss halt da sein, weil da trifft sich halt die Elite, sage ich mal. Oder hast du da auch wirklich jetzt noch anderweitige Ziele, Hoffnung, wie auch immer? Also das Schöne an der Contentix und Campix ist ja, und ich glaube, es werden die Zuschauer auch bestätigen, dass die Elite dort tatsächlich gar nicht die Oberhand hat. Ne? Also ich würde mich erstmal nicht zur Elite zählen, das ist schon mal Punkt 1, aber da sind eben auch normale, das ist nett, Patrick, danke dir dafür, ne? Dass du das so einordnest, aber da sind ja eben auch viele Speaker und Speakerinnen da, die das erste Mal dort auftreten. Ja, und das macht im Übrigen auch den Charme dieser Veranstaltung aus. Also hier hat jeder eine Chance aufzutreten. Das bedeutet also, was ich mir davon erhoffe, ist eigentlich eher, eine gewisse, Marketing ist ja ein Gesamtkonzept, ne? Und ich glaube, da erzähle ich jetzt hier niemanden auch irgendwie eine Neuigkeit, dass wir uns hier auch selbst branden. Also ich bin ja auch eine Person, die sich nach außen hin brandet. Und das muss man halt über viele Kanäle tun, also viele Touchpoints mit den Leuten schaffen, um sich dann zu branden. Nur ein
Das war von Anfang an klar. Bevor ich meinen ersten Vortrag jemals gehalten habe, habe ich gesagt, okay, wenn du diesen Weg des Vortrages gehst, dann musst du ihn über Jahre durchziehen, weil dann bringt es erst was. Nach dem ersten Vortrag, das bringt in der Regel, also mir hat es jetzt an Neukunden in der Regel eigentlich nichts gebracht. Irgendwann, wenn du dann ins Gewissen der Leute gerufen dich hast, ja, schlechtes Deutsch. Und wissen, wer du bist, ne? Dann hören sie dir auch zu. Genau, dann hören sie dir zu und dann kommt irgendwann mal der Touchpoint. Dann machst du mal einen Facebook-Post und sagen sie, ach, das war doch der von der Campix oder Contentix. Und dann kommt vielleicht mit der ein oder andere Auftrag. Also man muss das tatsächlich eher ein bisschen aus der Vogelperspektive sehen. Und dann kann das einen Erfolg bringen. Für einen einzelnen Auftrag, weil du einmal einen Vortrag machst, ja, das ist in der Regel nicht vorgekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Okay, dann hätte ich dazu jetzt, sage ich mal, zu diesem ganzen organisatorischen noch eine abschließende Frage. Ich habe jetzt auch lange überlegt, ob ich sie jetzt hier direkt stellen soll. Man soll Gerüchten ja nicht immer so viel Gehör geben, aber ich habe da sowas gehört und vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es gab ja irgendwie auch noch ein paar offene oder einen offenen Timeslot, glaube ich. Und ich hatte gehört, dass halt da das Thema ja Sexismus, Antisexismus oder Sexismus im Online-Marketing einfach behandelt werden sollte. Da der Gesina ja auch, sage ich mal, irgendwie, glaube ich, oder sollte da irgendwie dran teilnehmen. Und ist da jetzt was draus geworden? Weil ich habe gehört, das ist irgendwie doch nichts geworden. Warum auch immer? Also was war da los? Kannst du da vielleicht irgendwas zu sagen? Ja, genau, kann ich, gute Frage, ja. Kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Es war so, dass auf der Campix ein freier Slot für die Mainstage zur Verfügung stand und Marco Young hatte dann öffentlich in der Facebook-Gruppe gefragt, hey, was wollt ihr euch dort anhören? Ja, also war Themen offen, was ja erstmal prinzipiell zu begrüßen ist. Und dann habe ich halt die Gegen-Sexismus-Kampagne von uns eingebracht, dass Jessina Kunkel, wenn sie denn möchte, dort gerne zur Verfügung stehen würde, um über Sexismus auf Messen zu sprechen. Ja, denn auch Online-Marketing-Messen sind, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht frei von Sexismus. Ja, also auch dort findet das statt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, gerade dort findet es statt, aber die Erfahrung von Justina hat zumindest gezeigt, dass auf Messen Sexismus einfach vorhanden ist. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Also haben wir dieses Thema halt eingebracht und Justina hat sich auch bereit erklärt dafür. Viele haben auch gesagt, hey, das ist ein cooles Thema, also haben das kommentiert. Ja, leider, das muss ich jetzt eben der Fairness halber oder der Vollständigkeit halber eben auch sagen, hat sich Marco Young dazu erstmal nicht mehr geäußert. Also ist zumindest nicht auf uns, auf mich oder auf Justina zugekommen, was ich persönlich natürlich schade finde. Aber am Ende bleibt es mir natürlich nur zu respektieren und auch zu akzeptieren. Ich kenne jetzt seine Beweggründe nicht. Ich will da jetzt auch nichts reininterpretieren. Aber de facto, um die Frage zu beantworten, es wird keine Diskussion für Sexismus natürlich sowieso nicht, aber gegen Sexismus geben auf der Campix und auch nicht auf der Contentix. Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Schade, aber gut, muss man dann wohl einfach so akzeptieren. Vielleicht kommt da ja noch was, wir werden sehen. Vielleicht können wir ja trotzdem erstmal über was Positiveres sprechen und mal so ein bisschen ins Detail gehen. Ja, was mich noch interessieren würde jetzt, damit sind wir auch eigentlich beim Thema, auf welche Vorträge du jetzt nicht nur, also du bist ja als Speaker da, auf deinen eigenen Vortrag wirst du dich sowieso freuen, denke ich mal, wenn du vielleicht ein bisschen aufgeregt und nervös dann bist, wie du ja schon gesagt hast. Aber trotzdem werde ich, weil du wirst dir ja auch sicherlich andere Vorträge anhören, angucken, wie auch immer. Was sind da deine Favorites? Worauf freust du dich besonders? Gibt es da welche? Vielleicht kannst du ja mal da ein bisschen schildern. Ja, also auf der Campix gibt, also auf beiden Veranstaltungen gibt es wirklich viele Vorträge, die mich brennend interessieren. Das Schöne ist ja bei beiden Veranstaltungen, dass es einfach extrem viele Slots parallel gibt. Ne? Also ich bin der Meinung, jeder, der nach der Campix Contentix sagt, ach, die Messe war irgendwie nicht so toll. Also immer schwierig. Ne? Also es gibt wirklich viele Vorträge, die einfach immer was Passendes für einen bereithalten. Ich freue mich jetzt persönlich, ich habe das mal jetzt hier parallel niedergeschrieben, deshalb muss ich das mal kurz ablesen, auf den Talk, was wird aus SEO-Ausblicke für die SEO-Industrie mit Marco Young, Mario Fischer, Olaf Kopp und Anke Probst? Also darauf freue ich mich. Ich freue mich auf das... Vielleicht können wir aber ganz kurz einmal da bleiben. Also was erwartest du dann konkret dabei? Das ist ja jetzt natürlich ein sehr... Ja, die Zukunft von SEO, gut, ist natürlich ein sehr komplexes Thema sicherlich,
Was erwartest du da, worüber wird da gesprochen? Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich habe ja gerade einen Artikel geschrieben über Voice Search SEO, Voice Search Marketing, wird ja jetzt gerade hier in Deutschland auch, ja, die Sprachsuche spielt immer eine größere Rolle. Also jetzt nicht nur über Sprachassistenten wirklich, sondern halt auch wirklich, wenn du jetzt über die Suchmaschine etwas suchst. Meinst du, das könnte ein Thema werden oder was erwartest du da konkret? Also das Erste, was ich erwarte, ist irgendwelche Einrufe oder Rufe von den Teilnehmern, SEO ist tot. So, das ist übrigens ein Satz, den ich nicht mehr hören kann. Ich finde ihn auch extrem ausgelutscht, diese Aussage, SEO ist tot. Kann ich auch nichts mehr mit, Ich ist jetzt auch nicht glaube, mehr Google ist witzig. tot. Also. Nein. Ja, es ist ja auch nicht tot. Ich weiß natürlich, wie die Leute das meinen. Aber also ich bin einfach gespannt, wie diejenigen selbst das einschätzen. Ja, Marco Young zum Beispiel verorte ich persönlich jetzt gar nicht mehr so stark als SEO. Ja, es ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber es ist einfach so mein persönlicher Eindruck. Deshalb ist mir auch seine Perspektive irgendwie ganz wichtig, weil er ist ja da auch in gewissermaßen ein Vorreiter im Wandel. Ja, also er wandelt, transformiert sich ja permanent irgendwie, was auch positiv zu werten ist. Also die Perspektive würde mich interessieren. Einfach, was künftig auf uns zukommt. Und vielleicht muss ich das Unternehmen ja danach dem Vortrag auch neu aufstellen oder ja, anders, aufstellen. Ja, okay, bleibt gespannt. Wir werden sehen, was dann letztendlich in der Praxis worüber gesprochen wird. Ja, der zweite Vortrag, den du genannt hattest, habe ich Genau, gerade. das ist vom Rico Melzer. Rico kenne ich ja noch von Liebzeiten. Jetzt ist er bei Dept und SEO Audit. So machen wir das. Das finde ich einfach ganz spannend, einfach weil wir keine On-Page-Agentur selbst sind, ne? Und ich freue mich immer über Schablonen oder sonstiges. Also der Rico ist auf jeden Fall ein technischer SEO und darauf freue ich mich eigentlich schon, ja. Ja, wird spannend. Wird spannend dann natürlich SEO-House-Talk-Runde überbewertete SEO-Themen. Oha, dann kannst du ja gleich mal sagen, was deine überbewerteten SEO-Themen sind. Du hast ja gerade schon so ein bisschen gegrinst. Also kann ich mir vorstellen, dass du da bestimmt auch schon ein, zwei Themen im Kopf hast, die du da direkt nennen kannst. Also ich habe tatsächlich eher gegrinst, weil der Host, der in dieser Sendung, ich sehe, jetzt habe ich schon den Wayne-Podcast im Kopf, ja. Nee, der Host von dieser Runde ist Jens Fauldraht. Und jeder, der Jens Fauldraht mal persönlich oder in einem Vortrag online gesehen hat, weiß natürlich, dass die Art und Weise von Jens Fauldraht natürlich wahnsinnig unterhaltend ist und wahnsinnig authentisch. Und wenn man ihn so sieht, denkt man gar nicht, dass er so locker ist. Und das ist einfach immer eine Freude. Deshalb habe ich auch gegrinst. Okay. Überbewertete Themen, ja, da gibt es, glaube ich, einige. Ne? Also wir machen jetzt nicht SEO für Riesenkonzerne. Okay? Wir machen jetzt auch nicht SEO für, ja, lassen wir es mal bei den großen Konzernen. Ich finde, SEO sollte immer erstmal bei den Grundlagen beginnen, also diesen heißen Scheiß generell immer nachzurennen. Ja. Das erachte ich immer als falsch, ist aber bei den Kunden relativ schwierig, weil sie natürlich über die Presse und über die Gespräche immer mitkriegen, hey, habt ihr das schon umgesetzt? Das ist ja ganz neu, Google hat das und das jetzt gemacht. Jetzt zum Beispiel Ladezeiten und. Und dann versuchen die es natürlich umzustellen, aber die Meta-Descriptions sind noch nicht geschrieben. Es sind noch keine Meta-Title ordentlich getextet, das ist jetzt sehr basic. Ne? Aber ich würde immer eher, also alles, was für mich ist alles überbewertet, wenn ich nicht die Grundlagen gemacht habe. Also weniger heißer Scheiß, mehr Basics. Ja, so kann man das ungefähr auf Ja, einen. definitiv, definitiv. Aber jetzt, ich bin zum Beispiel auch gespannt mit Voice Search, wie sich das entwickelt. Ja, auch gut, Chatbots sind jetzt nicht unbedingt ein SEO-Thema. Wird aber, glaube ich, auch bei ContentX auch ein Thema sein. Ne? Ich glaube, Sprachbot soll da auch ein Vortrag sein. Ich habe es Richtig. gerade leider nicht genau im Kopf, aber werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Bin ich gespannt, was da kommt, weil ist ja irgendwie verwandt miteinander. Ne? Absolut, absolut. Also es gibt durchaus einige Themen, die da heiß sind. Aber ich überlasse mal das Wort Jens Fauldraht, der wird uns da bestimmt spannende Inhalte liefern. Danach von Maximilian Muhr. Danach, jetzt muss ich kurz sagen, das ist nicht chronologisch aufgelistet bei mir. Es kann sein, dass es Überschneidungen gibt. Ich kann nicht jeden Vortrag besuchen. Ich habe die mir einfach so mal rausgezogen. Parteien zur Bundestagswahl und SEO. Oh, ja, Cambridge Analytica fällt mir da gerade mal ein, vor ein paar Jahren in den USA. Absolut. ja, ist zwar ein bisschen ein anderes Thema, aber ist da zumindest verwandt irgendwie. Absolut. Weiß ich gar nichts drüber, muss ich zugeben. Also, inwieweit jetzt Parteien da tatsächlich jetzt SEO machen, weiß ich. Also, kann ich mir nichts darunter vorstellen, tatsächlich aktuell. Was erwartest du? Also, das ist durchaus ein spannendes Thema. Ich versuche das mir auch anzuschauen.
Also mich stellen sich hier eigentlich mehrere Fragen. Die erste Frage ist, was machst du? Also für mich ist die Frage natürlich zu beantworten, ich würde es ablehnen. Aber nehmen wir mal an, die AfD stellt dir eine Anfrage, eine Seite zu optimieren. Ja, und du bist jetzt noch nicht so klar in deinem Mindset. Wie reagieren die Leute drauf? Ja, also das finde ich schon mal irgendwie eine spannende Frage. Ja. Sowieso, ich glaube, egal für welche Partei du das machst, das wäre ja auch immer eine politische Aussage deiner Arbeit somit, ne? Also so würde ich das zumindest einordnen, kann problematisch werden, glaube ich, Ich ne? glaube halt, wenn man so weit denkt, ist generell jede Optimierung ja von einem Kunden eine politische Aussage. Oder nicht eine politische, aber zumindest mal ein Statement. Ne? Also ich Ja, würde okay, ja. es nicht zu nah an sich ranlassen, wobei ich schon sagen muss, jetzt bei Themen wie AfD, ja, gut, würde ich jetzt tatsächlich auch ablehnen. Ne? Der Firmenname soll sicherlich nicht in einem Satz mit diesen drei Buchstaben genannt werden. Das kann ich durchaus verstehen. Absolut. Also das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber so wie ich das respektiere, dass das andere machen, müssen eben andere auch respektieren, dass ich das ablehnen würde. Dann aber natürlich auch, weil der Wahlkampf generell natürlich auch eine andere Dimension angenommen hat. Ne? Wir sehen das bei Annalena Baerbock. Man sieht das jetzt bei Laschet, wobei bei Laschet bin ich mir irgendwie mittlerweile nicht, bin ich mittlerweile der Meinung, dass ich sage, oh, für mich mittlerweile fast unwählbar, bin ich ganz ehrlich, soll jetzt kein politisches Statement sein, aber Laschet, boah, finde ich mittlerweile ganz brutal. Aber man merkt, der Wahlkampf findet auf ganz verschiedenen Ebenen mittlerweile. Ja, das ist ja ganz interessant, wenn du dir mal den Google Newsfeed zum Beispiel anguckst, so, und da irgendwie Baerbock suchst oder sowas, das ist halt immer die gleiche Nachricht, der gleiche Content, immer wieder neu gespinnt, sage ich mal. Und das nimmt natürlich dann halt die ganze Suchpage ein, ne? Die ganze erste Seite. Und das ist natürlich meinungsbildend einfach, ne? Ich meine, gerade für Leute, die nicht aus der Szene sind, die sich nicht so auskennen, die sehen halt, okay, das Einzige, was es über sie zu lesen gibt, ist halt einfach nur in Anführungsstrichen Negatives. Also es ist jetzt kein von mir, kein politisches Statement, aber spielt halt eine Rolle mittlerweile, ne? Definitiv. Und jetzt wäre ja die Frage, wie kann zum Beispiel Annalena Baerbock oder die Grünen dieses Thema jetzt besetzen mit Hilfe von SEO, indem sie das halt mal Genau. ranken. Ja, so Ja. eine Art Reputationsmanagement auch machen. Genau. Und das wäre ja möglich, ne? Klar, man müsste dann schon das, aber sagen wir so, man müsste es konzeptionell angehen, weil da viele Wettbewerber drin sind, die sehr stark sind. Also es wäre gar nicht so einfach, aber es wäre halt möglich. Das könnte man mit SEO ja machen. Also das erwarte ich jetzt irgendwie von dem Vortrag. Ja. Genau, ja, habe ich auch, würde ich mir auch gerne angucken. Ist sehr interessant auf jeden Fall, ja. Dann natürlich als Linkbuilder schaue ich mir jedes Jahr The Art of Linkbuilding 3.0 ist, sind wir schon vom Eierhahn an. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er hat es schon mal gesagt, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, es ist richtig. The Art of Linkbuilding 3.0. Ich war noch bei 1.0 dabei, 2.0. Jetzt sind wir bei 3.0 angekommen. Ja, ich muss natürlich immer schauen, was unsere lieben Mitbewerber, Konkurrenten darf man ja gar nicht mehr sagen, weil wir ja tatsächlich, ja, uns nicht jetzt hier ja, die Kunden wegstehlen sollen, sondern man kann ja auch voneinander leben, lernen, ja. Konkurrenz belebt das Geschäft. Also deshalb, wir verstehen uns auch sehr gut im Übrigen. Also von den Mitbewerbern ein bisschen gucken, wie die das so einschätzen. Danach 20 Millionen Visits in 3 Jahren mit SEO zum führenden Smart Home Webportal Deutschlands von David Wolf. Okay, das war lang. Ich habe Ja. es ja nicht vorliegen hier gerade. Also 20 Millionen Visits in 3 Jahren, das finde ich schon, ja, das finde ich schon stark. Also würde mich Ja. interessieren. Dann, jetzt sind noch 2 Stück, dann hast du es auch geschafft. 10 Learnings aus 10.000 Casino-Links vom Arne. Auch sehr, sehr spannend. Also sie haben scheinbar über 10.000 Casino-Links aufgebaut und daraus bringt er uns jetzt 10 Learnings mit. Casino, wie wir wissen, ist eine sehr wettbewerbsintensive Branche. Wenn der Arne da was sagt, dann kann man das wahrscheinlich auch auf andere wettbewerbsintensive Branchen ummünzen oder adaptieren. Und da bin ich auch sehr gespannt. Und der letzte Vortrag wäre dann SEO und Gender vom Sven Deutschland. Ah, nein, sind wieder beim Wie das Thema. gekommen. Ja, auch spannend. Also SEO und Gendern. Wie reagiert Google? Ne? Also wie wird das wahrgenommen? Also hier erwarte ich mir, erwarte ich nicht, aber hier könnte ich mir vorstellen, dass er da einfach mal sagt, hey, schaut mal, so wirkt sich das auf, wenn ihr aus, wenn ihr eben gendert auf eurer Website. Wie wirkt sich das vielleicht auch sogar auf den Nutzer aus? Ne? Ich habe jetzt Machen wir im Mega-Magazin ja zum Beispiel auch, um das mal kurz beiläufig zu erwähnen, ne? Also das ist, könnte dann durchaus interessant sein, tatsächlich, wenn es da irgendwelche Insights gibt. Genau, und das Thema ist halt auch, du hast recht, Patrick, wir machen das ja im Mega-Magazin. Ich versuche das immer, mir gelingt das jetzt vielleicht nicht immer. Ich weiß nicht, ob es dir immer gelingt, aber es ist nicht ganz bei mir angekommen im Kopf. Ich will es,
aus dem Herzen heraus, aber ich schaffe es manchmal nicht immer umzusetzen, aber auch auf den anderen Pages machen wir das, zu gendern. Ich habe mal von mir reden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, wenn ich einen Artikel schreibe, schreibe ich ihn so, wie ich ihn früher geschrieben habe und im Nachhinein gehe ich es durch und versuche es gar nicht überall anzuwenden, sondern dort, wo es aus meiner Sicht angebracht ist. Ne? Also wenn ich halt wirklich unterscheiden möchte, ich spreche jetzt nicht nur von Männern, ich spreche auch von Frauen, ne? Dann versuche ich das wirklich umzusetzen. Aber wenn wirklich klar ist, ich spreche von einer Allgemeinheit, dann muss ich das nicht zwangsläufig machen. Ne? Du hast ja jetzt auch keine Vorgaben gegeben fürs Magazin. Wir machen, oder jeder Redakteur und jede Redakteurin darf das natürlich machen, wie er oder sie möchte. Aber wir setzen es um auf jeden Fall. Genau, und da bin ich aber auch gespannt, wie so allgemein seine Meinung ist zum Gendern im Online-Marketing, weil der Sven Deutschländer ist ja auch Geschäftsführer von der DS.com, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, DS.com GmbH in Berlin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur positives Feedback gibt zum Gendern, ne? Also auch einige sagen, hey, der gendert, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Auch das habe ich schon gehört. Hast du schon erlebt, auch persönlich tatsächlich? Also es ist bei uns jetzt noch kein Kunde deswegen abgesprungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb der Kunde nicht zum Kunde wurde. Okay. Also Bestandskunden hat es bis jetzt noch nicht betroffen, aber Neukunden kann ich mir vorstellen. Ich habe es auf jeden Fall schon mal als Feedback gehört, also das nicht nur einmal, dass sie das nicht gut finden, dass wir gendern. Ja, akzeptiere ich, ja. Ich bin ja generell eigentlich ein sehr toleranter Mensch, aber ich finde halt, man sollte halt auch die Gegenmeinung akzeptieren. Ich drücke das ja niemanden auf. Das ist unsere Website. Wer unsere Website besucht, muss damit rechnen, dass wir für Gleichberechtigung einstehen. Ja, ob das nun im Geschlecht ist, in der Hautfarbe oder sonst wo, dafür stehen wir halt ein. Ne? Das gehört zu unseren Werten, zu unserer DNA. Also da bin ich gespannt, was der Sven Deutschländer sagt. Ja. Gut, dann haben wir die eine Veranstaltung schon mal abgearbeitet, glaube ich. Patrick, vielleicht ganz kurz, ich kann kurz was vorlesen. Ja. Ja, Daniel Weimann schreibt, gut, ich renne am besten einfach dem Martin zu den genannten Vorträgen hinterher. Die klangen alle sehr spannend. Ja, also klangen wirklich sehr spannend. Ne? Also danke, Daniel, fürs Kommentar. Ich werde dabei sein, ja. Ja, also Daniel und wir, ich kann das auch zusammenfassen an der Captain's Bar, das ist dann überhaupt am Abend auch kein Problem. Jakob, Daniel, bei welchen Vortrag treffen wir uns das nächste Mal? Ja, die Frage geht an Daniel, ich gebe sie einfach mal weiter. Okay, das war schon an Kommentaren. Ach so, okay, sind wir da schon durch. Kommen bestimmt noch mehr. Absolut. Ja, dann ContentX ist, denke ich mal, jetzt das nächste auf dem Programm. Da hast du ja sicherlich auch einige Vorträge jetzt dir auf deine persönliche Wunschliste geschrieben, ob du jetzt alle besuchen wirst, ob du das hinkriegen wirst. Gut, das bleibt wahrscheinlich wieder fraglich, aber du kannst vielleicht auch da einmal kurz durchgehen, ja, was bei dir im Fokus steht, worauf du dich freust, was du vielleicht erwartest. Ja, teil das doch mal mit uns. Absolut. Ich muss jetzt hier kurz noch ein paar Herzen verteilen in den Kommentarfeldern. Das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Das darf nicht zu kurz kommen. Ja, also bei der ContentX geht es jetzt ein bisschen strukturierter durch. Hier habe ich mir das alles etwas strukturierter angeschaut. Also Beginn, klar, die Begrüßung von Marco Young. Da bin ich natürlich am Start, darf niemand verpassen. Um 10.30 Uhr, mein Wunschvortrag wäre da. Ich habe noch einen anderen Favoriten, aber ich kann jetzt nur die Wunschvorträge vorlesen, weil einfach auch die Zeit ein bisschen dahin fliegt. Also wirkungsvolles Content-Marketing mit wenig Budget, Jennifer Lapp von HubSpot. Jetzt können wir das ja mal umkehren. Patrick, du bist ja erfahrener Content-Marketer, erfahrener Redakteur. Was glaubst du? Du bist ja auch in dem Vortrag dann. Ja, den werde ich, also hört sich jetzt erstmal gut an, kann natürlich jetzt alles bedeuten. Auf jeden Fall Content Marketing wirkungsvoll, effizient, mit wenig Budget, hört sich für mich stark nach Lean Content Marketing an. Da gibt es ja dieses bekannte Konzept, glaube ich, Build, Measure, Learn nennt sich das. Halt, du testest halt bestimmte Content-Formate aus, die du jetzt, sage ich mal, nicht bis ins letzte Detail durchstrukturierst und konzeptionierst, guckst, was wirkt, und das, was wirkt, das nutzt sozusagen wieder für andere Content-Ideen, um das umzusetzen. Also das ist eigentlich so eine Art Content-Spinning, kann man fast sagen, so kenne ich das zumindest. Ob es da jetzt neue Ansätze gibt, weiß ich nicht. Werden wir sicherlich von Jennifer Lapp von HubSpot erfahren, tippe ich mal. Hoffe ich zumindest. Also werde ich mir angucken und werde ich auch darüber berichten.
Ja, bin ich ja froh, dass wir hier einen sehr erfahrenen Content-Marketer haben. Du hast es ja schon perfekt hier deine Ich Perspektive hoffe, da kommt noch mehr. Ne? Also, wenn es nur das ist, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, aber wir werden sehen. Jetzt setzt die Jennifer nicht direkt unter Druck hier. Okay, dann geht es weiter um 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr. How to build a fucking bot von Christoph Grun. Ja, also vielleicht Chatbots wird wahrscheinlich das Stichwort sein. Ja, darüber hatten wir ja gerade eben schon ganz kurz gesprochen. Ne? Also das ist für mich vor allem jetzt interessant wegen Voice Search Marketing. Stehe ich ja total drauf, um es mal so zu sagen. Aber kann ich mir jetzt tatsächlich gar nicht viel darunter vorstellen. Also für mich wäre jetzt zum Beispiel interessant, wie überhaupt recherchiert wird, was für Fragen da auftauchen können. Also wie gehen die vor, um solche Fragen zu recherchieren? Habe ich noch nie gemacht, kann ich mir auch jetzt gar nicht so konkret in der Praxis vorstellen. Ja, würde ich mir auch angucken. Also wäre es vielleicht nicht unbedingt mein Favorite, weil es für meine praktische Tätigkeit jetzt nicht unbedingt so viel Relevanz hat. Aber jetzt so als Side-Thema, sage ich mal, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, die Recherche. Die Recherche, ich glaube, für Chatbots mag die Lösung liegt, glaube ich, sehr, sehr nah, ne? Indem man einfach zum Support, zum Vertrieb geht, also überall dahin, wo diese Fragen gestellt werden und die Mitarbeiter eben mit einbindet. Wenn man jetzt natürlich sagt, hey, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes, beauftrage eine Agentur und sage, macht mal, dann wird so ein Chatbot wahrscheinlich einfach mal komplett ins Leere laufen oder eben nicht die adäquaten Antworten liefern. Ich weiß noch, dieses Thema ist ja nun schon sehr, sehr, nicht sehr, sehr alt, aber es ist ja nun nicht der neueste Scheiß, ne? Und am Anfang hat es tatsächlich, finde ich, gar nicht so gut funktioniert. Ich habe das auch selber immer getestet. Aber mittlerweile, muss ich sagen, funktioniert das schon recht gut. Also die werden schon besser. Ja. Also die Frage ist jetzt für mich natürlich als Unternehmer, ob ich diesen Chatbot auch einsetzen kann. Ja, für Impuls-Q, für privat würde ich es jetzt vielleicht lassen. Also so viel Fame, da bin ich vielleicht auch weit von entfernt. Aber ich habe letztens zum Beispiel auch einen Politiker versucht anzuschreiben, der einen Chatbot genutzt hat. Und so für die erste Sondierung. Ja, die Frage ist für mich genau, also wo kannst du ihn auf welche Art und Weise einsetzen? Ne? Das müssen ja, sag ich mal, Standardfragen sein, die wiederkehrend sind. Das kann nicht so außergewöhnlich oder individuell sein. Das muss halt wirklich, sag ich mal, so das erste Kennenlerngespräch, so erste Anfragen nach einem Interview zum Beispiel bei einem Politiker, kann ich mir vorstellen, dass sowas halt über Chatbots geregelt wird. Ne? Ich denke halt, es wird ein Politiker zum Beispiel würde ja immer dieselben Fragen kriegen. Ne? Also zum Beispiel aus dem rechten Lager oder von den Konservativen wird immer die Frage kommen, ja, wie stehst du denn zu der Flüchtlingskrise? Ja, das Wort alleine reicht natürlich nicht, aber dann kommt vielleicht noch ein, zwei Text dazu, Schlüsselwörter, und dann kann man ja immer die Standardantwort drauf geben. Was hältst du von der Klimakrise? So, weißt du, also diese ja, ich weiß nicht genau, Politik hier, dass das richtige Beispiel ist. Ich glaube, das könnte vielleicht doch ein bisschen zu komplex werden, einfach weil da kommt es ja wirklich auf Details drauf an. Wenn du da falsche Antworten gibst, dann stehst du auf einmal in den Nachrichten mit einem, sage ich mal, nicht angebrachten Zitat vom Chatbot oder so. Das ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt. Dann lass uns das vielleicht auf die Online-Marketing-Szene, ist ein berechtigter Einwand, auf die Online-Marketing-Szene schauen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt oder auch zu Impuls Q, hey, bietet ihr exklusive Seiten an? Genau. In der Vermarktung. Dann könnten wir sagen, ja, absolut. Genau, so und so viele dort und dort. Genau, ja. Genau, das könnte man halt machen. Oder, hey Martin, hast du mal Zeit für einen Call? Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Ne? Ob das jetzt obwohl auch da muss ich ja wieder sagen, ich meine, wenn ich jetzt das erste Mal mit einem Kunden im Gespräch bin, dann, also ich persönlich jetzt als Unternehmer, wenn ich noch in dieser Funktion tätig wäre, würde, glaube ich, eher den persönlichen Kontakt, gerade den persönlichen Erstkontakt haben wollen. Ne? Also da jetzt direkt den Erstkontakt über den Chatbot laufen zu lassen, weiß ich nicht. Also, aber vielleicht geht es ja auch am Thema vorbei. Vielleicht erwartet uns ja auch was ganz anderes. Das kann man ja auch nicht genau sagen. Ne? Ja, also ich glaube, vielleicht nehmen wir den ganzen zu viel weg. Aber ich will noch kurz zum Unternehmer, aus der Unternehmerperspektive kurz was sagen. Wenn du halt einen riesen Funnel hast, ne, ist so ein Chatbot durchaus zur Sondierung meiner Meinung nach, auch wenn es so ein bisschen schnell und hektisch reich werden Charakter hat, aber es kann halt durchaus sinnvoll sein. Aber lass uns mal kurz noch zum anderen Thema kommen. Employer Branding. Ist das wichtig oder kann das weg? Von Anja Schöllhorn. Ist das wichtig oder kann das weg? Okay. Ja, also ich meine, du hast dich ja auch bei uns, ich weiß gar nicht, ob du dich beworben hast. Nee, ich habe dich gefragt, ne?
Ja, wir haben irgendwie mal, ich weiß gar nicht, privat, glaube ich, hatten wir gezoomt. Okay. Und hast gefragt, was machst du gerade? Und ich so, ja, ich suche einen Job. So ungefähr, ich möchte gerne ins Angestelltenverhältnis wechseln. Und du hast gesagt, ja, passt, machen wir. Und ich glaub, ein paar Tage später habe ich bei dir gearbeitet. Also, ja, Unkompliziert. eher Zufall tatsächlich, muss man fast sagen, ne? Genau, aber die Frage ist ja, warum hast du dich dann auch für uns entschieden, ne? Also ich glaube, Employer Branding ist ganz, ganz wichtig. Was wir bei uns sehr oft hören in den Bewerbungsgesprächen ist, hey, ihr macht ja nach außen einen super lockeren Eindruck. Haben wir jetzt ganz, ganz oft gehört, so sehen wir uns ja auch. Was die Bewerber dann aber oftmals leider eben immer ein bisschen vergessen ist, dass hinter diesem einfachen und leichten Außenauftritt eben auch Leistung steckt, ne? Ja, aber ich glaube, dass hier noch was anderes entscheidet. Es geht ja nicht nur darum, also in diesem Recruiting-Prozess, sage ich mal, das spielt nicht nur da eine Rolle, sondern auch Mitarbeiter, die du schon hast im Unternehmen, langfristig zu binden. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Vielleicht kriege ich jetzt nach dem Facebook Live ein bisschen Ärger mit dir, weiß ich nicht. Aber ich erzähle es einfach trotzdem. Wir zum Beispiel bei ImpulseQ haben einfach einen Corona-Bonus bekommen. Einfach so. Ich erzähle das jetzt einfach mal. Ist jetzt natürlich wieder was Monetäres, was Finanzielles, aber das sind so Sachen zum Beispiel, wo ich kenne jetzt aus meinem privaten Kreis niemanden, der sowas bekommen hat. So, und ich finde einfach, dass halt diese Mitarbeiterbindung, die du schon überzeugt hast, dass sie bei dir arbeiten möchte, du hast sie neu eingestellt, sie aber langfristig zu binden und dauerhaft zufriedenzustellen, das ist, glaube ich, was das ganz Entscheidende ist bei diesem Thema. Ja, das Positive ist dann natürlich, also ich will jetzt hier nicht es soll jetzt hier nicht um Lorbeeren gehen, jetzt generell für ImpulseQ oder für uns beide, aber lass mich diesen Satz kurz noch sagen. Employer Branding, also Mitarbeiter dann eben auch zu halten. Wenn man Leistung einfordert, muss man im ersten Moment einfach immer erstmal geben und dann wird die Leistung automatisch kommen. Also ich habe das jetzt ja bei dir eigentlich exemplarisch wirklich sehr, sehr gut gesehen und nachverfolgen können. Man arbeitet dann eben auch automatisch zu einer anderen Zeit mal, wenn man vielleicht eigentlich schlafen gehen wollte. Man verarscht den Chef nicht. Ja, also, weißt du, was ich meine, so, also man ist einfach ehrlich und das hast du ja zum Beispiel alles eben gemacht, ne? Du warst eben immer ehrlich, hast gesagt, hier, 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 weil du eben auch was zurückbekommst, ne? Auch Vertrauen geschenkt bekommst. Ich glaube, Wertschätzung im Unternehmen ist generell sehr, sehr wichtig. Nur so kann man dann eben auch ein Unternehmen adäquat führen und dann auch zum Wachstum bringen, ne? Ja, und das kann ich ja auch nur, also das, wie gesagt, soll jetzt keine Werbung sein oder Lobpreisung, aber ich kann das natürlich einfach jetzt aus meiner Perspektive berichten. Ich werde jetzt Vater, meine Frau ist im 9. Monat schwanger, hier geht gar nichts mehr, sage ich mal. Viele werden das von den Zuschauern ja sicherlich auch kennen. Und natürlich sind meine Arbeitszeiten, ich muss meine Arbeitszeiten jetzt relativ flexibel gestalten. Ich muss meine Arbeit und Leistung bringen, das ist klar, ich bin im Angestelltenverhältnis, aber ich habe hier, sage ich mal, eigentlich alle Freiheiten, kann ich sagen. Ob ich kann auch sagen, ich arbeite nachts um 3 oder ich muss mal eine Stunde weg, gab es nie Probleme. Und am Ende steht die Leistung trotzdem da. Aber diese Leistung kann ich nur erbringen, weil ich diese Flexibilität zum Beispiel habe. Und deswegen kann ich mir jetzt, sage ich mal, eigentlich fast kein besseres Arbeitsverhältnis vorstellen. Ja, das Meine heißt, persönliche Sicht jetzt einfach, ne? Aber für mich ist das wichtig, diese Flexibilität einfach, für mein persönliches Lebensverhältnis gerade. dann haben wir doch jetzt perfektes Employer Branding betrieben lassen. Hören Also, wir mal damit auf, langsam. Sonst kommen wir wird's mal zur peinlich. nächsten, nächsten Vortrag. Also, was ich auch noch spannend finde, ist dann um 15:15 Uhr gute Fragen, gute Antworten, Interviews für Social Media und Podcast, irgendwas zwischen Gesabbel und Content Booster von Markus Tirok. Okay, das könnte interessant werden, weil wir ja auch viel auf YouTube unterwegs sind und sehr viele, und du ja sowieso und ich ja auch, sehr viele Interviews haben. Und ich hoffe, dass da mal wirklich klar gesagt wird, wie viel und aufgezeigt wird, wie viel Aufwand eigentlich die Vorbereitung eines Interviews eigentlich erfordert. Weil also ich kann jetzt auch wieder nur für mich sprechen, aber ich muss mich ja mit jedem Interviewpartner erstmal persönlich auseinandersetzen. Das ist sehr. Ich kenne ja auch nicht alle, muss ich ja auch zugeben, oder zumindest nicht, sage ich mal, langfristig oder seit langen Jahren. Ich muss ein bisschen recherchieren, wer ist diese Person, wo kommt sie her, was kann sie, was verkauft sie, wie auch immer. Ich muss mich dann halt mit dem Thema auseinandersetzen und ich muss die Fragen halt wirklich, ja, ausarbeiten, ne? Und du darfst halt nicht nur Suggestivfragen stellen, musst offene Fragen stellen, du brauchst einen roten Faden. Und das alles zu planen, ist mindestens so aufwendig wie einen Artikel zu schreiben. Also da bin ich wirklich gespannt, was da erzählt wird. Da hoffe ich auch auf einige Tipps.
Ja, also das Wort Gesabbel hat mich ein bisschen gestört, weil ich da absoluter Gegner von bin, von Gesabbel. Ich finde, wenn man sich immer gut vorbereitet, deine Vorträge sind ja immer perfekt vorbereitet, ich versuche mich zumindest vorzubereiten, dann unterbindet man natürlich Gesabbel. Ich finde in der heutigen Zeit einfach nichts schlimmer oder respektloser als die Zeit der Teilnehmer zu vergeuden, ne, indem man einfach irgendeinen Stuss daherredet. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass das hängt ja von den Interviewfragen ab, weil es ist doch ganz klar, als deine Interviewpartner, die wollen sich das möglichst leicht machen. Das kann ich auch verstehen. Die wollen natürlich ein bisschen Werbung vielleicht machen, wollen sich ein bisschen vorstellen, aber die haben da auch haben nicht Ewigkeiten Zeit dafür. Und es kommt ein bisschen auf die Fragen drauf. Du musst sie ja auch, sage ich mal, ein bisschen dazu zwingen, was zu erzählen. Ne? Also Absolut. zwingen, wenn die Fragen so stellen, dass sie auch mal, sage ich mal, hervorkommen müssen und ein bisschen ausholen müssen in ihren Antworten. Nicht nur sagen, ja, ist so, nein, sehe ich anders. Definitiv. Also will das Thema jetzt nicht zu komplex werden lassen, aber wenn du als Interviewpartner sagst, naja, ich will es mir relativ leicht machen, dann solltest du generell überlegen, ob du das Interview halten willst, weil das zahlt halt nicht auf deine Reputation ein. Nehmen wir mal an, der Fragensteller stellt eben blöde Fragen, immer dieselben Fragen und du beantwortest die dann mit Gesabbel, dann bringt dir das Interview ja Ja, nichts. okay. Ja. Also ich finde, beide Seiten müssen da durchaus vorbereitet sein. Okay, dann haben wir noch, gut, 16:30, darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. Content ist ein Asset, was Wir wissen das. Das wissen wir. Jetzt gehen wir mal zum Tag 2. Online oder Content im Online-Shop mit genialen Kategorietexten zu mehr Umsatz vom Nedim Sabic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zumindest den Nachnamen Sabic. Hoffe, passt. Ja, Kategorietexte habt ihr wahrscheinlich früher auch viel geschrieben, oder wie Ja, sah gut, es aus? Kategorietexte sind aus meiner Sicht jetzt und Erfahrung einfach mit die wichtigsten Texte für je, oder was heißt Texte? Es sind ja nicht immer nur Texte, aber ich sage jetzt, ich rede jetzt einfach mal allgemein von Texten für Online-Shops. Allein schon, weil sie ja meistens das Fokus-Keyword einfach widerspiegeln, wo Leute halt über die Suchmaschine in den Shop einsteigen. Ne? Und meistens sind Kategorietexte einfach, ja, Hilfe bei der Kauf, die soll eine Hilfe darstellen im Kaufentscheidungsprozess. So ist das meistens immer, glaube ich, für fast jeden Online-Shop und deswegen sind sie einfach die wichtigsten Texte. So, glaube ich, kann man das ganz gut allgemein zusammenfassen. Ja, wirst du den Vortrag auch anhören, oder? Ja, also das, glaube ich, ist auf jeden Fall auch ein Vortrag, der so sehr gut in unser Magazin passt, der mich auch persönlich interessiert. Also da kann ich jetzt, glaube ich, schon mal die Zusage machen. Darüber wird es auch von mir einen Kommentar geben. Und einen Sehr eigenen gut, Artikel. sehr gut. Dann haben wir noch um 11:45 Uhr. Wisst ihr, wo und wie eine Content-Strategie beginnt? Vom Kai Warmus. Ja. Content-Strategie, Ja, das ist auch das. wieder natürlich ein sehr offenes Thema jetzt. Content-Strategie hört sich jetzt so ein bisschen nach Definition an. Was ist das? Was will ich damit erreichen? Gut. Wissen wir, die meisten werden das wissen. Content Audit, eine Zieldefinition, eine Zielgruppenanalyse gehört dazu, einen Redaktionsplan zu erstellen, die Texte oder den Content letztendlich zu produzieren und ein Controlling brauchst du am Ende auch ein Seeding brauchst du. Das sind so, glaube ich, die wesentlichen Schritte jetzt, wenn ich das hoffentlich vollständig jetzt so zusammengefasst habe. Ob man da jetzt so intensiv in der kurzen Zeit auf alles eingehen kann, weiß ich nicht. Aber der Fokus lag ja, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gehört habe, wo beginnt eine Content-Strategie? Ja. Ja, eigentlich bei der Zieldefinition so ein bisschen, ne? Also würde ich jetzt so spontan sagen, aber vielleicht ist das ja auch anders. Ich bin gespannt. Aber das wäre zum Beispiel, glaube ich, auch ein Thema, was ich mir auf jeden Fall angucken würde und wo es von mir einen Artikel drüber gibt. Ja, okay, sehr cool. Dann gehen wir um 14 Uhr in die Talkrunde Sur, also schnell und hektisch reich werden. Sind diese Leute die besseren Content-Marketerinnen? Also das ist eine Talkrunde. Suhr begleitet mich ja auch schon seit 10 Jahren. Ich weiß nicht, wie sind deine Berührungspunkte mit Suhr? Ja, LinkedIn und Facebook, ne? Also so viel, was ich da alles blockieren musste, da habe ich schon eine elendig lange Liste. Ich glaube, das geht ebenso. Ob das jetzt die besseren Content-Marketerinnen sind, kann ich jetzt so spontan, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen. Also es ist halt viel bezahlt einfach, ne? Und gut, wenn es so viele gibt, muss es ja auch irgendwie darauf hindeuten, dass sie erfolgreich sind. Warum sollte es sonst so viele Leute geben? Aber ich kann mir, also weiß, kann ich gerade eigentlich gar nicht so viel zu sagen, würde ich mir auch angucken. Ja, also ich finde es vor allen Dingen halt einfach auch ein seichtes Thema, ne? Wir haben jetzt schon viele Themen, die eigentlich schon sehr
sehr in die Tiefe gehen, ne? Und wenn man dann so ein Suez-Thema hat, da kann man sich einfach zurücklehnen, sich ein bisschen mit aufregen, ja, über diese also lustig werden vielleicht. Ist bestimmt auch ein bisschen Ironie mit bei, könnte ich mal sagen. Genau. Also da freue ich mich eigentlich wirklich drauf. Ich würde mich freuen, da es eine Talkrunde ist, dass jemand aus dieser Veranstaltung oder aus dieser Branche, oder der sich dort verortet fühlt, auch dabei ist. Das würde mich auch freuen, dass man vielleicht mal seine Perspektive hört, weil ich glaube, wir verurteilen oder schieben die Leute zu schnell genau in diese Kategorie rein. Also jeder, der mal LinkedIn Kaltakquise macht, ist sur. Mhm. Ich glaube, das geht mir persönlich ein bisschen zu schnell, weil ich weiß, es funktioniert eben auch. Es funktioniert eben auch. Klar, es muss ja nicht jeder immer alles unterschreiben. Aber de facto, rein vom Erfolg, sind diese Leute teilweise wirklich nicht unerfolgreich. Ja? Also deshalb würde ich mir das ganz gerne mal anhören. Ja. Ja, okay. Ja. Glaube ich. Okay, dann sind wir schon fast durch. Es sind jetzt noch zwei Vorträge, und zwar 15.15 Uhr. Fünf praktische Tipps mit dein Online-Magazin, damit dein Online-Magazin abhebt. Ja, okay, den Vortrag muss ich mir ja angucken. Das ist ja eine Pflichtveranstaltung für mich. Von der Michelle Holtmeier. Ja, das ist Pflicht, ne? Ja, das ist Pflicht. Also ich meine, wir haben Online-Magazin, wir wollen es zum Abheben bringen, sind ja auch gut dabei, glaube ich. Aber vielleicht geht es ja auch noch besser, ne? Also ich bin gespannt, was da kommt. Weiß gar nicht, was würdest du sagen? Was sind deine Tipps? Kannst du das so spontan sagen? Ich glaube, meine Tipps sind immer viel zu long-term, ne? Das sieht man ja auch im Wachstum von unserem eigenen Magazin. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass das, wenn es noch ein Jahr dauert, dass es irgendwann durchstarten wird. Aber dafür, alles, was lange braucht, sich aufzubauen, wird dann eben nicht bei jedem Update gleich nach unten rutschen, ne? Ja. Also deshalb bin ich immer ein Fan von long-term. Von daher, auf kurzfristige Tipps würde ich da jetzt gar nicht setzen. Ich hoffe, das sind langfristige Tipps. Langfristige Tipps kann ich geben. Da würde ich auf jeden Fall immer sagen, das haben wir ja zusammen erarbeitet oder du hast es erarbeitet, Redaktionspläne, vernünftige UX auf dem Magazin selber. Content Design finde ich immer so krass wichtig. Das Auge liest mit, wenn man so will, ne? Ich wollte gerade sagen, also vielleicht so als Überbegriff auch Wiedererkennungswert einfach. Na, ich meine, wie viele Corporate Blogs, Corporate Magazine mit Online-Marketing-Themen gibt es bitte? Also jetzt mal ganz im Ernst. Die Konkurrenz ist riesig. Und da musst du ja schon fast sagen, selbst wenn du richtig gut bist, in 5 Jahren bin ich vielleicht dann nochmal oben mit dabei oder sowas, wenn du auch richtig viel Geld investierst. Aber wenn du halt einen guten Wiedererkennungswert hast, kannst du vielleicht auch schon vorher, sage ich mal, gewisse Themenbereiche zumindest abgreifen, ne? Also da spielt ja auch Content Design, Content Experience mit rein, würde ich sagen. Ja, absolut. Also ich glaube, der Wiedererkennungswert ist ja bei uns definitiv gegeben. Also zumindest habe ich das oftmals als Feedback gehört. Wir haben da ja auch eine gute Konzeption gehabt. Mhm. Konzeptionell zu arbeiten, finde ich auch extrem wichtig. Also wir haben uns ja, bei Patrick sieht man das ganz schön, diese Strukturen überlegt und eben die Farben aus unserem Logo. Und daraus haben wir eigentlich alles abgeleitet, ne? Also das zieht sich ja als Faden durch. Und das finde ich auch wichtig, also konzeptionell zu arbeiten. Ja, und dann Inhalte liefern, die wirklich auch gut sind, ne? Also jetzt zum Beispiel beim Patrick, der hat halt jetzt nicht die Maßgabe, jeden Tag einen Artikel zu posten, ne? Wie sollen die Artikel da gut werden, ja? Also Patrick kann sich die Zeit einfach so einteilen, wie er möchte. Und das ist halt wichtig. Also wenn wir Qualität wollen, müssen wir den Leuten, in dem Fall Patrick als Chefredakteur, auch den kreativen Freiraum geben. Womit wir auch wieder bei Content-Strategie sind, ne? Das Thema hatten wir eben auch, also ohne richtig eine Content-Strategie zu haben, und die fängt halt nicht beim Schreiben an, womit wir auch wieder beim Thema sind. Das braucht halt Zeit, ne? Themen zu recherchieren, die fallen ja jetzt auch nicht vom Baum unbedingt. Also gucke ich mir auf jeden Fall auch an, dürfte spannend werden, und vor allem praktische Tipps, nicht theoretische Tipps, das ist ja auch schön. Vielleicht lässt sich das auch gleich umsetzen. Kann ich auch gleich austesten. Ja, du, das wird eine spannende Woche auf jeden Fall. Ja, und dann der letzte Vortrag wäre dann, zumindest habe ich mir das jetzt hier aufgeschrieben, Newsletter ja oder ja, also nicht ja oder nein, sondern ja oder ja, von der Sarah Redono Pizarro. Okay, mit Newslettern hatte ich übrigens fast noch nie was am Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre jetzt ein Vortrag gewesen, den ich mir nicht angeguckt hätte wahrscheinlich, außer jetzt, wenn ich nochmal mein Wissen ein bisschen erweitern möchte. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen. Also hast du das schon eingesetzt? Wahrscheinlich hast du das getan. Wo hast du das gemacht? Wir hatten damals, das waren noch spannende Zeiten, ne? Da gab es die DSGVO noch nicht. Bei Börsenpoint hatten wir 18.000 registrierte Börsenspieler, und da habe ich ab und zu mal ein Newsletter rausgesendet, aber
leider Gottes, und da könnte ich mir heute noch für den Arsch beißen, wenn ich das so offen sagen darf, einmal in 6 Monaten oder so. Also ganz, ganz wenig. Ja, es hat aber immer was gebracht und ich habe, glaube ich, einmal ein Produkt beworben und das hat dann auch tatsächlich, so ein Broker, das hat dann tatsächlich auch zu Abschlüssen geführt. Aber bei 18.000 habe ich es einfach nie forciert, weil ich immer dachte, ich will die Leute nicht behelligen. Ne? Ich hatte auch nicht die Einverständniserklärung, also dieses Double-Opt-In hatte ich damals nicht. Ne? Ich hätte auch so ein Störgefühl, also ich kann ja auch wieder von mir sprechen, aber ich bin so überhaupt nicht durch Newsletter irgendwie anzusprechen. Ne? Also wenn ich das irgendwie sehe, direkt Papierkorb, ich lese es mir nicht mal durch. Ja. Wobei auch da die Frage wäre, wie könnte man mich jetzt überzeugen oder mit dem Newsletter ansprechen? Das wäre vielleicht dann interessant. Also genau, und darauf will ich jetzt eigentlich auch hinaus. Wir haben ja bei Impuls Q keinen Newsletter. Ich höre aber von vielen Online-Marketing-Agenturen, die sagen, hey, ihr müsst einen Newsletter machen. Ich fühle mich aber so wie du rein gar nicht angesprochen über Newsletter. Ich lese das nicht mal von den Konkurrenzagenturen oder Mitbewerberagenturen. Ich lese das gar nicht. Ja, so. Jetzt ist es aber so, dass natürlich nicht jeder so einen Content-Schock erleidet wie wir und nicht jeder permanent nur vorm Internet sitzt, sondern sich vielleicht auch wirklich solche Zusammenfassungen durchliest. Also von daher, es scheint eine Daseinsberechtigung zu haben, aber nicht erst seit gestern, eigentlich schon seit eh und je. Also Newsletter-Marketing, ja, vielleicht machen wir das dann. Ja, gucken wir uns an, kann ich mir auch angucken und dann mal sehen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar erhellende Erkenntnisse, die wir letztendlich direkt in die Praxis umsetzen können. Ne? Mal sehen. Ja. Absolut, also das waren jetzt schon die ganzen Vorträge, sind wir einmal komplett durch. Oh ja, dann habe ich auf jeden Fall einiges zu tun, wie es aussieht, aber klingt auch sehr spannend, muss ich sagen. Ich freue mich auf einige Beiträge besonders und ja, mehr davon wird es ja letztendlich dann am 24. und 25. August geben. Die Artikel werden ja von mir auch zeitnah letztendlich nach den Vorträgen veröffentlicht. Ich versuche das immer 1 bis 2 Tage danach im Mega-Magazin zu publizieren und freue mich natürlich dann auf Feedback, auf Kommentare und auf reichlich Diskussionsstoff. Ja, definitiv. Also ich kann nur noch mal den Hinweis geben, für jeden, der sich vielleicht überlegt, okay, nach Berlin zu fahren, ist jetzt einfach alles ein bisschen kurzfristig. Die Contentix ist noch offen, die Campix ist schon ausverkauft. Holt euch die Online-Tickets. Ne? Also für die Contentix und Campix, es sind 4 Tage, ihr müsst ja nicht in jeden Vortrag reingehen, aber erfahrungsgemäß, wirklich erfahrungsgemäß, nach diesen Veranstaltungen sagt man immer, hey, Gott sei Dank war ich da. Es reichen ja 3, 4 Key-Learnings, die euch wirklich voranbringen. Also es ist Werbung, aber es soll eigentlich nicht nach Werbung klingen. Ich kann die Contentix und Campix wirklich jedem nur ans Herz legen. Holt euch das Online-Ticket.